Herr Klingebiel, Sie sind seit Jahren als Naturfilmer überall unterwegs. Schweden, Norwegen waren mit dabei. Erzählen Sie mal, was macht die große Faszination des Naturfilms für Sie aus? Also für mich macht die Faszination auf jeden Fall aus, dass ich sehr viel reise und diese unterschiedlichen Tierarten liebe, die unterschiedlichen Ansprüche, die auch immer wieder an mich gestellt werden. Und daraus bewegende Filme zu machen, das ist so mein Anspruch an den Naturfilm. Sie haben früher in der Finanzbranche gearbeitet. Warum haben Sie sich letztendlich entschieden, da wegzugehen und Dokumentarfilmer zu werden? Das ist die Liebe zur Natur, denke ich. Also es ist diese Faszination für den Film, für das Filmemachen. Und die konnte ich in dem Bereich der Finanzbranche in einem überwiegend Bürotätigkeit einfach nicht realisieren. Was ist Ihnen denn wichtig, wenn Sie mit der Kamera raus in die Natur gehen? Ich glaube, die Ruhe, die ich dort finde, die Ruhe und die unterschiedlichen Tierarten, die ich dort sehe und beobachten kann. Und die verschiedenen Verhaltensweisen, die mir dort auch begegnen, das bringt immer wieder neue Ansprüche an mich. Und diese Wechsel sind doch das, was mich so fasziniert. Sie sind meistens oder immer eigentlich alleine unterwegs. Gehört es zum Dasein des Naturfilmers dazu, dass die Einsamkeit im Einklang mit der Natur, dass Sie das suchen und auch erleben wollen? Ich glaube, das ist einfach die Frage der Arbeitsweise. Als Naturfilmer braucht man sehr viel Ruhe und man muss sich auf das konzentrieren können, was vor einem stattfindet. Und man verbringt auch sehr viel Zeit in einsamen Tarnzelten. Da passen meistens keine zwei Personen rein. Und es ist also von der Arbeitsweise, glaube ich, gegeben, dass man als Naturfilmer sehr viel alleine arbeiten muss. Welche Bedeutung hat das? Hat Geduld in Ihrem Job? Geduld ist die überwiegende Eigenschaft, die man mitbringen muss für den Job, weil Tiere grundsätzlich nicht auf das reagieren, was wir so gerne möchten, sondern man muss abwarten, bis ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird. Und das kann teilweise Stunden oder Tage dauern. Auch Tage? Auch Tage, ja. Sind Sie schon in die Situation geraten, wo Sie eine Begleitung oder einen Partner oder einen Kollegen gebraucht hätten? Also meistens zum Tragen, ja. Weil das Equipment, was wir dabei haben, ist natürlich sehr schwer. Und wenn man dann über lange Strecken durch unwegsames Gelände laufen muss, dann ist es teilweise doch sehr interessant, jemanden dabei zu haben, der einen unterstützt. Aber für die eigentlichen Dreharbeiten ist es dann wiederum eher hinderlich. Wie viele Kilo schleppen Sie denn mit? Ach, das sind 30, 40 Kilo habe ich normalerweise dabei, die bewegt werden müssen. Wer sind Ihre Vorbilder, was den Dokumentarfilm angeht? Haben Sie Jimmick gesehen? Jimmick, ja, natürlich. Jimmick und Seemann sind diejenigen, die mir meine Kindheit geprägt haben. Und ansonsten orientiere ich mich natürlich sehr stark an den großen Tierfilmern unserer Zeit, wie Jan Haft, Oliver Götzl, Jens Westphalen und Thoralf Groschpitz. Wo haben Sie das Handwerk des Kameramanns denn gelernt? Das habe ich mir selbst beigebracht. In mühevoller Kleinarbeit habe ich im Grunde genommen alle Facetten der Kameraarbeit mir selbst gelehrt. Haben Sie gleich mit einer großen, teuren Kamera angefangen? Was war so Ihr Einstiegsmodell? Kann man das sagen? Angefangen habe ich mit einer ganz normalen Spiegelreflexkamera, mit der man auch filmen konnte. Und haben sich dann langsam gesteigert? Langsam gesteigert, dann kam eine kleinere Filmkamera und die wurden dann immer größer und schwerer und kostspieliger. Wie wichtig ist Ihnen denn der Technikaspekt beim Film? Ich habe gesehen, Sie haben auch mit Drohnen gearbeitet. Macht Ihnen die Technikspielerei auch Spaß? Die Arbeit mit Drohnen macht sehr viel Spaß, wobei ich sagen muss, ich musste doch einige Zeit üben, bis ich die Drohnentechnik so beherrscht habe und bis ich auch die Ruhe gefunden habe, mit der Drohne zu arbeiten. Weil am Anfang war es so, ich habe die in die Luft gejagt und nach 10 Metern fingen meine Finger an zu zittern. Also das war nicht ganz so einfach, aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Wie sehr lassen Sie sich auf Zufälle ein, die ja bei der Begegnung von Wildtieren auch wichtig sind? Nur. Also wir haben bestimmte Drehbücher im Kopf, bestimmte Konzepte im Kopf und die werden meistens nicht erfüllt. Meistens kommen ganz andere Geschichten zustande als das, was man eigentlich geplant hatte. Und das ist das Interessante am Naturfilm. Daraus dann wiederum Handlungen für einen Film zu entwickeln. Sie sind
bei ihren Dreharbeiten in Schweden den Elchen und Bären und anderen Tieren sehr nahe gekommen? Was war das Spannendste, was Sie dort gesehen oder erlebt haben? Die Geburt zum Beispiel? Die Geburt, ja, man kann das gar nicht so genau sagen, was das Spannendste war. Es ist im Grunde genommen jedes Mal wieder aufs Neue spannend. Und es ist jedes Mal ein unglaubliches Glücksgefühl, was man hat, wenn einem die Aufnahmen gelingen, die man sich vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, welche Tierart das ist. Also ich habe mit sehr beeindruckten Bären oder Elchen gearbeitet, habe aber auch mit den Zieseln gearbeitet, die wir jetzt zum Beispiel in Moldau, der Goldene Fluss, hatten. Und die haben unglaublich Spaß gemacht, weil die kleinen Tierchen so zutraulich waren und mir fast in die Kameratasche geschlupft sind. Also ich glaube, jede Tierart hat so ihre eigenen Herausforderungen und man findet immer wieder einen sehr guten Zugang dazu. Aber Ihnen sind trotzdem Wirbeltiere, Säugetiere, Vögel lieber als jetzt beispielsweise Insekten, Schmetterlinge? Lieber will ich nicht sagen, ich habe einfach mehr Erfahrung darin. Also man spielt sich auf bestimmte Tierarten ein. Also man muss ja jede Tierart, da braucht man eine gewisse Eingewöhnungszeit, um zu wissen, worauf muss ich jetzt achten, wie verhalten die sich. Und da fehlt mir bei Insekten zugegebenermaßen so ein bisschen die Erfahrung. Also ich müsste mich auch darauf wieder einstellen. Und dann, aber lieber würde ich jetzt nicht sagen. Sie haben kein Biologie studiert, trotzdem haben Sie sich biologische Grundkenntnisse sicherlich angeeignet. Wie ist das vorangegangen? Wie haben Sie das gemacht? Das habe ich eigentlich in frühester Kindheit schon gemacht. Ich hatte schon immer einen sehr guten oder großen Bezug zur Natur und habe sehr viel Zeit draußen verbracht. Und ich habe mich schon immer mit den Themen auseinandergesetzt und von daher ein ziemlich hohes Wissen über Tiere und die Natur gehabt. Und von daher, es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich das studiert habe oder nicht. Es ist einfach eine Frage des Interesses. Sie betreiben auch einen YouTube-Kanal, wenn ich das richtig erinnere. Darauf findet man zum Beispiel vorbereitend auf Ihre Expedition auch die Sendung mit dem Jens. Darin richten Sie Ihren Blick auch auf Missstände der Gesellschaft im Umgang mit der Natur. Was war die Motivation für solche Videos? Mir wird langsam Angst und Bange, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich mir den Zustand der Natur anschaue. Es wird also an allen Ecken und Enden haben wir Riesenprobleme, die wir zu bewältigen haben. Und das, was wir momentan unternehmen, um diese Probleme zu beheben, ist für mich viel zu wenig und viel zu langsam. Und ich versuche durch meine Filme und wenn es auch nur so Kurzbeiträge sind, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und mein neuer Film, Das Vermächtnis, hat sich ja eigentlich komplett mit diesem Thema der großen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt. Und was hinterlassen wir unseren nachfolgenden Generationen überhaupt? Sie sind dieses Jahr nicht am Greenscreen hier in Eckernförde dabei. Woran hat es gelegen? Worauf dürfen wir uns im nächsten Jahr freuen? Ich bin dieses Jahr bei Greenscreen dabei mit dem Eröffnungsfilm Das Vermächtnis. Der läuft hier im Festivalprogramm, wird nächstes Jahr im Festivalwettbewerb laufen. Und das hat einfach die Grundlage, weil wir nicht frühzeitig fertig geworden sind. Anmeldeschluss war im März und der Film wurde aber erst vor 2 Wochen fertig. Und dementsprechend ist er nur ins Festivalprogramm gekommen. Aber nächstes Jahr können wir uns auf jeden Fall treffen. Nach dem Film ist vor dem Film. Haben Sie schon eine Idee, was als nächstes kommt oder brauchen Sie jetzt erstmal eine kreative Schaffenspause? Was kommt als nächstes? Ich arbeite schon an einem Film über die Dümmerniederung in der Nähe von Diepholz, Ostwestfalen. Und der Film wird bis Herbst 2021. Entschuldigung, wir sind schon bei 21. Die Zeit rast. Wird dann bis Herbst nächstes Jahr fertig. Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Filmer in der Hinsicht, dass das Ein- und Ausreisen in etwas fernere Länder Richtung Skandinavien beispielsweise schwieriger geworden ist oder ist das unabhängig? Also in meinem Fall, ich hatte noch Glück. Wir hatten zwar für das Drehbuch des Vermächtnis vor, in ferneren Ländern zu drehen. Ich wollte in Albanien drehen, ich wollte in Costa Rica drehen. Und durch die Corona-Pandemie sind uns da ordentlich Striche durch die Rechnung gemacht worden. Soweit, dass wir das gesamte Drehbuch für das Vermächtnis umstellen mussten. Aber mich betrifft es jetzt nicht ganz so viel, weil ich hier im Umkreis, näheren europäischen Umkreis momentan drehe. Andere Kollegen hat es da härter getroffen, die irgendwo in Afrika oder Argentinien drehen. Die sind da im Moment eher im Nachteil. Gibt es irgendeine Tierart, wo Sie sagen, die muss ich dringend nochmal vor die Kamera bekommen oder haben Sie eigentlich alles schon bekommen? Oh, ich habe bei weitem noch nicht alles bekommen. Also es sind einige Tierarten auf meiner Wunschliste. Ich würde unglaublich gerne die Orcas in Patagonien filmen oder mir wären auch Eisbären oder solche Themen mal sehr wichtig. Aber mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Waren Sie in Afrika?
Afrika habe ich noch nicht gedreht, nein. Warum nicht? Oder kommt das noch? Das ist immer die Frage, welche Konzepte man so in der Tasche hat und welche Drehbücher man drehen soll. Ich denke, dass das auf jeden Fall noch kommen wird, ja. Von Afrika hat man ja insgesamt schon sehr viel gesehen. Es ist auch so ein Punkt, dass man sagt, ich will Sachen zeigen, die vielleicht noch nicht so Mainstream-mäßig, sage ich mal, durch die anderen Kollegen sozusagen schon dargestellt worden, ist das kein Hindernis? Nein, das ist kein Hindernis. Ich denke einfach, bei mir liegt es einfach daran, welche Konzepte werden entwickelt und an welchen Konzepten soll ich mitarbeiten. Und das kann sich von heute auf morgen ändern und irgendwelche Drehbücher in Afrika sind dann plötzlich an der Reihe. Aber bisher habe ich mehr diese Tendenz nach Norden. Sie sind der Chef Ihrer Firma, das heißt, Sie bestimmen, welche Projekte umgesetzt werden? Oder gibt es auch so Kooperationen mit anderen? Jein. Also ich arbeite hier als Kameramann und Filmemacher mit Produktionsgesellschaften zusammen. Und die Produktionsgesellschaften schreiben Konzepte, die wiederum von Redaktionen abgesegnet werden. Und von daher bin ich selbst davon abhängig, was da momentan gefordert wird und was gesehen werden will. Vielleicht letzte Frage. Bei all Ihren vielen Reisen und Abenteuern und Erlebnissen, was hat Ihre Arbeit als Naturfilmer am meisten geprägt, beeinflusst oder fasziniert? Ich glaube, über die Frage muss ich nochmal nachdenken. Sekunde. Weil wir haben im Grunde genommen, wie ich vorhin gesagt habe, es ist jeder Drehort, jede Filmarbeit ist im Grunde genommen wieder so eine Herausforderung. Ich könnte gar nicht, ich kann das wie in Bezug auf die Tierarten gar nicht so beantworten, dass ich sage, ich habe da jetzt ein einschneidendes Erlebnis und das hat jetzt alles verändert. Nee, es ist eigentlich im Grunde genommen die Gesamtheit meiner Arbeit und der Erlebnisse, die man hat, die einen prägt und die einen auch verändert. Oder jetzt könnte ich doch wieder was sagen. Sie sind ein anderer Mensch geworden durch die Arbeit. Mich hat zum Beispiel die Arbeit für das Vermächtnis doch sehr, sehr geprägt und beeinflusst. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich auf Helgoland gedreht und im Vermächtnis gibt es am Ende des Films einen Teil über die Plastikmüllverschmutzung und über die Bastölpel auf Helgoland, die mit unserem Plastikmüll, mit alten Netzen ihre Nester bauen und im Grunde genommen sich ihre eigene Todesfalle dadurch bauen. Und ich habe bei den Dreharbeiten doch gemerkt, dass ich irgendwann einen gewissen Abstand brauchte, weil man sehr vielen Vögeln beim Verhaken in den Nestern zugucken muss und im Grunde genommen den Todeskampf immer wieder mitbekommen hat. Und das war ein sehr ergreifender Moment, würde ich mal sagen. Aber ansonsten ist es schwer, das so festzumachen an einem Ereignis. Das heißt, Sie machen noch lange weiter und haben sich vorgenommen, zumindest über Ihre Filme der Welt zu zeigen, so geht es nicht weiter und da sind die Probleme, weil wir alle in so einer Konsumgesellschaft leben, wo man das nicht so mitbekommt, was in der Natur passiert. Das wäre meine große Hoffnung, dass wir tatsächlich irgendwo zum Umdenken beitragen können, weil das, was wir im Moment machen, wir rasen mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand und wenn wir nicht langsam irgendwas verändern, werden nachfolgende Generationen das ausbaden müssen, was wir hier verursacht haben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Dankeschön. Danke.